Fernsehen macht schlau, das kann man ungeschützt behaupten. Vielleicht ist es Ihnen auch schon mal so gegangen, dass auf dem Bildschirm etwas ganz anderes erschien als ursprünglich in Ihrer Fernsehzeitung ausgedruckt. Das kann im Zuge der Aktualität passieren, muss aber nicht, denn es gibt ja den Videotext, das kostenlose Service- und Informationsangebot von ARD und ZDF. Und der ist immer auf dem Laufenden, schon seit 10 Jahren. Vom 1. Januar 90 an gibt es wieder etwas Neues. Horst Reimann setzt Sie ins Bild. Nur ein Knopfdruck auf die Fernbedienung. Und schon öffnet sich dem Zuschauer eine völlig neue Welt an Informationen. Nachrichten aus nah und fern, Sportergebnisse, das Wetter heute, morgen und übermorgen, Fernsehprogramme, die wirklich dem letzten Stand entsprechen und sogar den Videorekorder kann Videotext programmieren. Voraussetzung, Ihr Fernsehgerät ist mit diesem kleinen Decoder ausgerüstet. Bei allen modernen Empfängern der heutigen Generation ist er schon ab Fabrik eingebaut. 12 Millionen Bundesbürger nutzen Videotext regelmäßig. Zusammengestellt wird er hier in Berlin, im Fernsehzentrum des SFB. Und vom 1. Januar an gibt es ihn als Vollprogramm bereits ab 9 Uhr morgens. ARD und ZDF werden in den 90er Jahren mehr noch als bisher in ihren Programmen auf Information setzen und der Videotext kann dabei durch seine hohe Aktualität und durch seine ständige Verfügbarkeit für die Zuschauerinnen und Zuschauer eine wichtige Rolle spielen. Und außerdem lassen sich ja in der belebenden Konkurrenz mit den Privaten die Programme und auch die Leistungen der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten durch Videotext wirksam und publikumsnah darstellen. Und deshalb haben die Intendanten von ARD und ZDF jetzt grünes Licht gegeben, dass der Fernsehtext nach 10 Jahren Versuchsphase zu einer Dauereinrichtung wird. 20 Mitarbeiter wollen dafür sorgen, dass das Angebot noch umfangreicher wird. Mehr Nachrichten als bisher, mehr Informationen aus dem Wirtschaftsleben, noch mehr Sportergebnisse und Berichte und ab 1. Januar auch die Fernsehprogramme von DDR 1 und DDR 2. Auf Knopfdruck jederzeit verfügbar bis zum Sendeschluss. Übrigens, die Kollegen in Adlershof haben mittlerweile auch den Fernsehtext entdeckt. In einem technischen Versuch wird zurzeit ein Testprogramm gesendet. Mit Fernsehtipps, Wetterkarte und Programmhinweisen. Alles noch nicht ganz perfekt, aber auch hier darf man gespannt sein, was das Jahr 1990 alles bringen wird. Zwischen den Festen ist wie immer Hochkonjunktur für Rückblenden.